Leute und willkommen zu einer neuen Folge 101 auf dem timodia.de Server. Mit dabei nur im TS, it's die Itzlaute. Jo Leute! It's die Itzlaute. gut, vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe das Fateful Texture Pack geedit und habe da so meinen eigenen Style reingebracht. Zum Beispiel könnt ihr auf meinem Schwert sehen, das heißt bei mir auch ein Dude Blade normalerweise. Da könnt ihr halt meine Dudes sehen oder Laura. und war jetzt zum Beispiel so bei meinem Kit ist dann auch zum Beispiel das Fateful Blade und da habe ich auch einfach so ein kleines Skin von mir mit Pro. Ja, und gehen wir einfach mal in die nächste Runde. Ich werde. Ne? Ach ja, nee. Ja, Dead Range. Nö. Nö. Ach klar. Ne. Ach komm. Da wo ich die Angel auswerfen will, funktioniert jetzt nicht. Egal, dann gehen wir einfach in der nächsten Runde. Und Leute, was ich auf jeden Fall wirklich belastend finde, ist, dass das Kit-Bewertungssystem. Nämlich, dass dies oft als Kampfbewertungssystem genommen wird. Nämlich, dass man so entscheidet, hat dieser gut gekämpft oder hat er halt schlecht gekämpft. Nicht, es geht eigentlich gar nicht mehr ums Kit. Also, es geht eigentlich nur noch um den Kampf. Und ja, komm. So, da habe ich einen Hit, da habe ich noch einen Hit. Komm, Alter, der muss ja down gehen. Get down. So. Oh. Okay. Ist eine relativ spontane Aufnahme, deswegen weiß ich noch. Oh, er hat eine 1. Ganz richtig. Ja. Was ich auch recht belastend finde, ist, dass 1.9 Kampfsystem Optimolia. Generell das Kampfsystem dann. Und ja. Es ist recht belastend, weil man muss es halt immer genau timen. Dafür ist der Ping in Minecraft halt nicht mehr so die Sache. Aber ja, ich finde es halt generell scheiße. Ich sehe es irgendwie schon, dass es dann nur noch auf Bowspam ausgeht. Ja, warum? Leute, Dead Combo, ohne Witz. Alter, das war die Todeskombo. Warum geht's denn nur auf Ping? Ping? Nein, in der 1.9 ist es halt nicht so. Weil du halt ein... Ja, aber findest du die Einzelnen gut? Ich finde die total scheiße, ich kritisiere es, Alter. Ich wollte gerade sagen. Oh, jetzt geht's total los. Scheiße. Aber Gomma hat ja auch eigentlich gesagt, dass er... Dass der Server, also Gomma HD... nie auf die 1.9 geupdatet ist. Ja. Ja, ist so. Die 1.9 ja, aber was die sagen. Also, komm. Ist ja da unten. LOL! Er steht einfach da! Ja, der Kev. Ja, der Kev. Ja, nein. 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 So, ach, ich bekomme eine 5 von dir. Seht ihr? Mein Kit wird einfach übelst scheiße bewertet, nur wegen dem Kampf. Ja, dann denk mal drüber nach. Die Frage, wenn der Ping hat. Was? Lol. Warte mal, komm nicht wieder. Buddy left your channel. Oh lol. Ja. Und dafür eine 2, weil er gewonnen hat. Seht ihr, Leute? Schon wieder ein Beispiel. Zack. Ach, lol. Lauf nach links, du kleiner Spast. Ah, jetzt. Hallo, Kombo bekommen. Lol. Bratz. Und da geht er down. Da geht er down. Gehen wir einfach in die nächste Runde. Ich habe auch mein Kit ist recht einfach gehalten, halt Eisenrüstung, Eisenschwert und Angel. Das Buddy joined your team. Ich bin wieder da, sorry. Hallo. Ja. Kann das sein, dass das ein bisschen Angel spammt? Ich bin gerade ein bisschen am Ausrasten. Ein bisschen am Ausrasten. Oh, gedreckt.
So. Ich habe eine 3 bekommen. Eine 3. Okay. Alles klar. Alles klar. Angel. Lol. Nein. Ich habe gerade übelst gefällt. Ich habe einfach... Ne. Ein Herz. Ja, das war's. Ja, gut. Habe ich gesagt, dass ich übelst scheiße gerade war? Ach, ich komme drum. Ja, gut, das hast du aber. Und meine Punkte wurden auch resettet, weil ich ein paar Einstellungen gemacht habe. Oh, lololololol. Nein. Ich dachte schon. Als ob der. Ha! Ah, ich hab gewonnen! Opfer! Ich hab vorhin gegen ihn gekämpft und hab ihn jetzt besiegt. Krasser Ficker. Ach, jetzt hat er Angst. Weil er denkt so, ah, oh, ich will gewinnen. Hallo? Derby Isa? Ja? Nein, ich rede mit dem Gegner. Ja? Was up, Girl? Ja, Freunde der Weisheit. Wir haben die nächste. Glaub mir nicht, mein Spruch, du sparst. du redest auch ganz offen mit dir, also halt die Schnauze. Was? Du redest auch ganz offen mit dir. Also halt die Schnauze. Selbst doch. Sag schnell am besten Damandam. Komm, schick. Ja, get wrecked. Ganz knapp leider. Ey, wie ich einfach vorproduziere wie so ein Opfer. Oh, ich hab eine 1 bekommen, weil ich ihn gereckt hab. Nice! Ja, ich sammle grad ein paar Punkte, Leute. Backers, produzierst du manchmal vor? Ja. Wirklich? Der ist so easy gerade gewesen. Produzierst du jeden Tag vor? Nein, nicht jeden Tag. Also jedes Mal meine ich? Also manchmal ist es einfach so, ich hab keinen Bock auf YouTube. Also gebe ich Fick auf YouTube. Nee, also ich hab jetzt zwei nicht Videos mal. Mal. LOL! Dieser kleine Ficker. Vorproduziert, weil wegen Umzug und so. Mhm. Belastet. Aber nee, legst ich muss auf jeden Fall noch mehr. Video hoch? So, kleine Connections hier. Kleines Info-Video. Mehr oder weniger. Was für ein Video bist du denn da? Das ist schon besser in Dammer gekommen. Ich kann ja hier die neuesten News von der Iglauze persönlich machen. Und wreckst du die easy, du Nap? Nein, nicht ganz easy. Aber der Block hätte dieses Musik. Aber schon ein bisschen, ne? Schon ein bisschen. Ist schon ein krasser Typ, ja. Krasser Killer. Krasser Killer. Aber ich versuche ihn einfach irgendwie. Ja, komm, er muss low sein. Ja, da haben wir ihn mit anderthalb Herzen. Aber Leute, man muss ja auch manchmal das Risiko eingehen. Dass man halt mit einem. Oh! Nice! Dass man halt auch mit wenig Herzen auf den Gegner raufgeht, weil bei mir ist es so, wenn er low ist, dann angelt er einfach nur die ganze Zeit. Weil einfach. Mann! Blockhitten bringt nichts auf offener Fläche! Am Backgas kriegst du mit, dass du auf die Schnauze bekommst. LOL! LOL, der. Ja. Der hackt. Nein, das wollte ich fast sagen, aber dann habe ich nie gerecht. Der hackt. Leute, können wir gleich mal hier so einen Link an das Team schicken. Und ich jetzt wollte, oh hier. Man sieht es ja nicht nur in der Lobby, dass ich halt herausgefordert werde instant. Mehrmals. So. LOL, es hat aber gelaggt. Aber dieser, der LB. Alle sind recht normal und dann kommt dieser LB. Dieser LB. Das ist einfach tot scheiße. Das ist MC Expert. Oh, hallo. Wahrscheinlich. Boah, mein Zimmer riecht irgendwie voll komisch nach Männerparfüm. Aber der leckt nur rum. Und den habe ich. LOL, das war einfach ein Faker. Der hatte nur einen MC-Expert-Kopf. Get. Oh, bin ich dumm. Ja, Leute. Aber das bist du. Ja, du bist du. Ja, gut, da geht's auch in die nächste Runde gegen Logic Green. Richtig? Ja, Logic Green. Richtig? Ja, ich will hier Werbung machen. Für meine Feinde. Ich bin so dumm, ich habe die ganze Zeit so einen richtig dummen Fehler gemacht. Und ich habe gerade vor auf meinem PC gerotzt. Nice.
Kennst du das denn manchmal? Redest du das so? Das ist ein ganz PC-Rotz. Ach toll. Hey, warum musst du das rausschneiden? Süß. Süß. Ist schon sweet. Ja. Komm. Ach komm. Nee, der hat mich. Der hat mich. Gut. Man kann halt nicht immer gewinnen. Aber manchmal. Ja, wenn ich zwischendurch gewinne, ist es ja ganz okay. Aber wenn ich hintereinander gewinne, kriege ich was. Ach, schon wieder der gleiche. Alter, wenn ich ihn jetzt hole, ne? Ohne Witz. Dann rastet Backe. Oh, shit. Dann rastet Backe aus. Oder? Ohne Witz. Die Mulle erlegt. Ah, ich hab ihn. Schon ein bisschen dumm, ne? Mhm. Wieder gegen Logic Green. Können wir mal machen. Und da ist mein Gegner. Leute, und zwar, ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn vielleicht einen Designer kennt, weil Backers braucht auf jeden Fall einen Designer. Ender Dude LP braucht einen Designer. Und ja, er sucht auf jeden Fall einen und deshalb meldet euch doch einfach und dann mehr Spaß. Meldet euch doch einfach. Unter der 01379-4141-4141. Ruft er nie an. Ruft er nie an? Wie bitte? Ich hab's nicht ganz so schön. Ja, ja, ist nix. Alles im Bruder. Nimm. Okay. Ach, da oben bist du. Und wo hab ich schon mal davon gehört? LOL! Alter! Ich umgebe. Nein. Backers, machst du deine Thumbnails mit GIMP oder mit Photoshop? GIMP. Photoshop ist immer so eine Sache mit Testversion. Ja, Photoshop muss man, ja genau. Und so. Weil ich habe eigentlich keine Lust, die ganze Zeit Geld dafür auszugeben. Toll. Ich fall hier einfach runter. Guck mal, was man in unserer Pose drin hat. Ich hab ein EOS bekommen. Weißt du, was ein EOS ist, Backers? Nein. Echt nicht? Nein. Diese, ich kenne nur das Spiel EOS. Diese. Diese Lip-Dinger, die so ein Ball sind. Weißt du, was ich meine? Lip-Dinger? Ja, das sind so eine Lip-Balsam-Dinger. Warte mal. So Selfie. Das ist auf YouTube. Whee! Braucht ihr, um an die Tür zu kommen? Also, es ist wieder skandalös hier. Achso, jetzt kommt der Pfeiler hoch. Beste Qualität. Komm noch. Ey, ich finde irgendwie iPhone hat, also finde ich, das ist meine Meinung dazu, finde ich hat die beste Kamera. So. Und ich generell. Ich finde Apple viel geiler als Samsung. Also was die Handys angeht auf jeden Fall. Nein, Leute, es ist kein Product Placement, nur an der Stelle. Nein, aber das ist so meine Meinung. Was? Wie findest du das? Ja, also selbst mal. Die Sache ist, ich habe ja noch so richtig nubig ein iPhone 4S. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der ein iPhone 4S hat. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Paluten hat ja auch ein iPhone 4S. Ich bin Opfer. Alter, iPhone 4S ist so Opfer, Junge. Na, aber. Wie alt ist es? 10 Jahre alt, nicht Spaß. Schon überalt, Mann. Ja, und das ist auch richtig scheiße. iPhone 6 ist irgendwie überteuert. Alles von Apple? Ja, iPhone 6 finde ich ja. Richtig überteuert. Ja, iPhone 6 ist überteuert, ja, wow. Aber zum Beispiel ist. Ist doch kacke. Also. Ja, Apple ist wirklich teuer, aber ich finde das. Für die. Guck mal, es geht erstmal nicht so schnell kaputt. Ist wirklich so, weil die halt kleiner sind und kompakter. Finde ich selber. Und ich finde es besser, weil du eine größere Auswahl von kleineren Handys hast, weil zum Beispiel bei Samsung, da findest du, sind S3 Mini oder so, was halt diese kleinen Handys sind. Und die sind ja echt nicht mehr so gut. Und deshalb, und ich mag es gar nicht, wenn man ein großes Handy zu haben, weil wenn man zum Beispiel jetzt, so wie ich jetzt Longboard fährt oder so, und es rausfällt, dann ist es ja direkt kaputt oder wenn es einfach mal runterfällt. Also es geht einfach richtig schnell kaputt. Oder beziehungsweise es fällt auch richtig schnell raus, deswegen nervt mich sowas immer voll. Ja. Das ist also schon alleine deshalb, ist glaube ich der Grund, warum ich mir das dann geholt habe. Aber es gibt auch viele Leute, die das so aus Coolness machen, so, ey, Leute, guckt mal, ich habe jetzt ein iPhone 4S und so ein Scheiß. 6S. Ich find's unnötig einfach. Weil,
Ich finde, entweder man kauft sich das, weil man es haben will, weil man einfach denkt, es ist besser, oder gar nicht. Das ist meine Meinung dazu, weil warum soll ich mir ein Handy kaufen, was cool ist? Also, ich sehe sowas denn gar nicht ein. Oh Leute, schon wieder, ne? Ich habe eine 5 als Kit-Bewertung bekommen, weil er verloren hat. Und ich mit 8,5 Herzen gewonnen habe. Ja, nice. Hab ich gesagt? Au, hab ich aber. Direkt. Ah, Mann, das ist eigentlich richtig chillig. Einfach so ein bisschen 101 zu spielen. Die Sache ist, wenn ich die ganze Zeit, wenn ich jetzt zuhöre oder generell über ein Thema spreche, ist immer richtig entspannt bei mir. Da gewinne ich auch die ganze Zeit. Aber LOL! Wie lange geht das wieder schon? Weiß nicht. Scheiß drauf. Ich würde das nach der Runde gleich beenden. Ich konvertiere es nochmal vorher, damit es nicht so riesig ist. Mach einfach noch 3 Kämpfe und dann ist gut. Nein, mach mal einen Kampf, das ist sonst viel zu lang. Nee. Hey, man soll ja gucken, wie viel Skill ich habe. Warum soll man sehen, wie scheiße du bist? Ja, ich gewinne die ganze Zeit. Als ob! Du kannst wirklich? Ein Video gucken. What's also up, etwa von 20 101s habe ich 16 gewonnen. LOL! Ohne Witz! Tenhard! Ich hab den getenhardet! Jo, alle Tenhard ist richtig belastend. Nein, nicht alle, aber den. Aber du hast schon viele getenhardet. Nicht viele. Doch. Vielleicht ein paar. Vielleicht ein paar. Also, vielleicht so ein paar. Also nebenbei. Würde auch so sein. Die Aussage, vielleicht ein paar. Hab ich gesagt. LOL. Na gut. Aber die Sache ist, ich gewinne halt nicht jeden Kampf. Ist ja. Oh. Ist auch unnormal, jeden Kampf zu gewinnen. Selbst NC Export gewinne ich jeden Kampf. Wie du jetzt? So. Warum sagst du denn die ganze Zeit MC Export? Warum redest du die ganze Zeit von ihm? Den mach ich gar nicht. Doch, sagst du ja, MC Export, MC Export. Nur weil einer einen MC Export Skin hatte und eben gerade. Mir kommt so vor, als hättest du schon oft gesagt. Nee, so oft. Was kommt denn so halt schon? Ja. Spaß. Nee, der hat mich. Oder? Nee, der hat mich. Oh shit. Gut, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, war es das auch schon zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ruhig eine kleine Bewertung mehr lassen. Daumen hoch, Daumen runter, ist mir scheißegal. Man sollte halt nicht zu Todes disliken. Ja, dann sage ich einfach mal, packe ich die jetzt auch nochmal in die Beschreibung. Ja, war es das heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.